geht's ab. Hier wird der Koffer gepackt. Drei Freunde, ja, das ist klar. Fliegen nach Amerika. Für jeden Park sind sie bereit. Denn der Spaß geht nur durch drei. Es geht nach Orlando. Jetzt wird unser Traum wahr. Wir fahren mit Uber zu den Parks der USA. Von Disneyland bis Universal. Wir machen alles klar. Ja, auf die Freundschaft, jetzt wird unser Traum wahr. Oh, auf die Freundschaft, jetzt wird unser Traum wahr. USA! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich los. Es geht nach Orlando. Hier die drei von der Tanke. Hallo, ich bin Kevin und ich bin auch dabei. Genau, wir haben den lieben Kevin mit am Start. Und unsere Reise beginnt hier in Hannover. Am Hauptbahnhof. Und da geht's jetzt nach Frankfurt. Wir nehmen euch natürlich auch mit während der Anreise, zeigen euch alles bestmöglich. Und ja, wir fahren jetzt mit dem IC direkt durch nach Frankfurt. Von dort aus geht's zum Hotel, da übernachten wir heute. Und morgen geht's dann los per Direktflug nach Orlando. 10,5 Stunden. Ja, wir haben gerade auch schon Benachrichtigung gekriegt, dass wir jetzt einchecken können. Wir fliegen mit Lufthansa bzw. mit Eurowings Discover. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Video und nehme euch mit. Viel Spaß. Wir sind ja hier im Zug unterwegs. Also kaum zu glauben. Vom Hannover Hauptbahnhof hierher nach Frankfurt. Oh, ich weiß, warum ich Zugfahren nicht mag. Aber es ging ja nicht gut mit reservierten Sitzplatz. Ja. Ist okay. Ist okay, ne? Ja. 3 Stunden? Ja. Ist nicht mehr lange? Halbe Stunde. Dann müssen wir noch mit der S-Bahn zum Hotel. Nehmen wir euch mit ins Hotel, ganz genau, ne? Genau. Sekunde genau. Ah, der Zug war pünktlich, ne? Der Zug war pünktlich und das in Deutschland. Meine Güte. Vielleicht passieren da doch noch Wunder. Und dann geht's ins Hotel. Endlich sind wir in unserem wunderschönen Hotelzimmer angekommen. Ich weiß nicht, hat die nicht schon irgendwas zur Zugfahrt gesagt? Du, ihr hattet was erzählt doch. Haben wir? Im Zug? Achso, ja natürlich. Natürlich. Wir hatten gerade mit der S-Bahn noch ein paar Probleme, weil da eine Großbaustelle war. Darum hat sich das alles so ein bisschen verzögert. Aber alles halb so wild. So, jetzt guckt euch mal das Zimmer hier an. Let's go. Wo sind wir denn überhaupt? Im Hampton bei Hilton. Oder genau. Hilton bei Hampton, nee. Hampton bei Hilton. Genau. Genau. Und das ist eine S-Bahn-Station entfernt vom Flughafen. Wir haben alle zusammen ein Zimmer. Und wie geil ist denn dieses Zimmer? Es sieht wunderschön aus. Es ist Platz, ja, Platz kann ein bisschen mehr sein, gerade so, wenn noch ein zweites Bett dasteht. Aber so ist es super schick. Sieht von der Ausstattung her sehr schön aus. Und gehe ich mal ins Bad rüber. Es hat eine Schiebetür. Warte, ich präsentiere euch das mal. Oh, man sieht Kevin. Hallo, Kevin. Hallo. Hui. Oh, das ist automatisch Closing hier. Ist das geil. Jetzt hat das hier einen kleinen Schrank mit Bügeleisen. Ja, Und dann hast du hier ein sehr geräumiges Badezimmer. Also, sehr hübsch. Wir bezahlen jetzt. Was bezahlen wir? Du machst die Finanzen nicht. 153 Euro. Inklusive Frühstück für alle. Frühstück steht sogar dran, von wann die Frühstückszeiten sind. Es gibt auch vom Flughafen zum Hotel einen Gratis-Shuttle. Wenn ihr aber andersrum von hier aus zum Flughafen fahren möchtet, kostet das 6 Euro. Wir nehmen die S-Bahn, weil die S-Bahn ist direkt nebenan, ist ein bisschen günstiger. Kostet günstiger. Genau. Ja, kostet ja günstiger. Aber erstmal gucken wir jetzt mal, hier ist, was es hier noch so zu essen gibt in der Nähe. Vielleicht gehen wir jetzt auch zum Rewe, da gibt es auch was zu trinken und so. Und Kevin, ja. Ich habe Bock auf ein Bier. Ja, genau. Wir läuten jetzt richtig den Urlaub ein.
Und aber sonst gefällt mir das hier schon mal gut. Mal schauen, ob wir euch morgen das Frühstück einmal zeigen. Je nachdem, wie groß hier, wie voll es hier ist. Aber es gefällt uns schon mal sehr gut. Es ist sehr sauber. Ja. So Leute, es ist der nächste Morgen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, guck halt in die App und es steht auf einmal Flug annulliert. Wurden wir umgebucht auf morgen. Wir möchten natürlich nicht morgen fliegen, also sind wir direkt zum Flughafen, haben halt schnell das Hotelzimmer geräumt, hatten kein Frühstück. Die Jungs haben sich jetzt hier teuer am Flughafen gekauft. Und ja, sind wir also zum Eurowings-Schalter, haben gefragt, ob wir irgendwie umgebucht werden können. Hat funktioniert. Jetzt fliegen wir über Denver nach Orlando. Mit United Airlines. Mal gucken. Sitzen alle leider komplett auseinander. Wir schauen mal, ob wir da irgendwie das anteilig irgendwie Geld wieder kriegen, weil ist ein bisschen schade. Aber Hauptsache. Scheiße. Piep. Das kann schlimmer sein. Wir hätten erst auch morgen. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wir fliegen immerhin heute noch, haben natürlich Umstieg. Mal schauen, wie das wird, weil wir müssen natürlich dann in Amerika einmal als einreisen, weil du musst ja komplett diese Einreise machen, das Gepäck einmal abholen und wieder aufgeben. Ja, wir schauen mal. Dadurch, dass wir alle jetzt alleine sitzen und auch Mittelsitzplätze haben, mal gucken, wie viel wir auf dem Flug filmen können. Ja, mache ich abhängig davon, wer bei uns sitzt. Ja, gut. Ja, mal gucken. Ja. Ja. Geht schon los, das Abenteuer. Wir sind in Denver gelandet, sehr pünktlich und wir hatten erst ein bisschen Angst, dass wir zeitlich alles nicht schaffen, aber wie ihr seht, wir sitzen schon am Gate. Oh Gott, ich sehe ein bisschen fertig aus, aber wir hatten jetzt schon fast einen 10-Stunden-Flug hinter uns. Die Einreise hat 1A funktioniert, also du wirst ja, also zumindest hier in Denver sind wir direkt am Flughafen angekommen, kamst du direkt zur Border Protection. Der Mitarbeiter war auch richtig cool, ne? Der war richtig nett. Genau, der war cool. Dann kam man raus, dann auch wo das Gepäck angekommen ist. Also du warst direkt bei deinem Gepäck. Das war auch direkt dann schon da. Danach konnten wir dann direkt, man musste halt einfach durch den Zoll durch. Und anschließend, das war cool, konntest du links abbiegen für die Gäste, die noch einen Weiterflug hatten, konntest du da direkt das Gepäck abgeben. Und danach gingst du durch die Sicherheitskontrolle sehr schnell und jetzt sitzen wir hier am Gate. Also hat alles eins auch funktioniert. Aber Sicherheitskontrolle, Schuhe ausziehen. Ja, also hier musst du die Schuhe ausziehen. Aber alle unfassbar freundlich. Also uns geht's gut. Jetzt zum Flug. Ja, wir saßen halt alle auseinander. Ich konnte Marcel zwischendurch sehen. Kevin hat uns zwischendurch besucht. Essen war gut. Was hattest du? Chicken. Ich hatte die Tortellini. Kartoffelpüree bei überbacken mit Käse, also so eine Art. In Auflauf. Ja, so Shepherd's Pie ähnlich mit Chicken und Bohnen waren noch dabei und Salat. Ja, ich hatte Tortellini. Dann gab es dazu so ein kleines Mini-Brötchen mit Butter, einen Salat mit Mozzarella. Hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Und dann war halt regelmäßig Getränkeservice. Und später, eine Stunde vor Ende, gab es ja noch so ein warmes Brötchen, ne? Ja, aber so ein Brötchen, das ist in Amerika. Ja,
die waren ein richtiges Brötchen, wie so ein Ciabatta mit Truthahnbrust und Pesto drauf. Das war echt lecker. Und Board Entertainment war super. Man hat gratis Kopfhörer gekriegt. Und es gab ein paar deutsche Filme auch. Und englische Filme. Ich habe Harry Potter geguckt. Gratis Wi-Fi gab es auch. Genau. Muss man bloß erstmal rausfinden. Ja, das ist ein bisschen tricky. Aber sonst war das sehr gut. Netter Boardservice. Die konnten zum Teil auch Deutsch. Also ist eigentlich ein ganz guter Ersatz jetzt gewesen. Also wir können uns nicht beklagen. Ja, schöner wäre es, wenn wir zusammen sitzen. Ja, klar. Das ist immer schöner. Und ich bin auch dann froh, wenn wir dann endlich in 4-5 Stunden endlich in unserer Unterkunft. Ja, lange sind wir wach. Seit 7 Uhr sind wir wach in Deutschland. Ne, wenn wir ankommen, es ist ungefähr 4 Uhr in Deutschland, also sind wir dann so 21 Stunden wach. Ja, mit dem Schreck heute Morgen. Ich sehe auch fertig aus. Aber ja. Dann machen wir 3 Kreuze. Genau, und dann der nächste. Wir sehen uns dann wieder in Orlando hoffentlich. Uns geht's aber noch gut. Eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin meinte zu uns, das wären die besten Urlaube. Ich bin verwirrt. Gott, Leute. Hier ist gerade, weil in Denver ist nochmal 2 Stunden Zeitverschiebung. Also wir haben jetzt 8 Stunden zurück. Unterschied zu Deutschland. Wir haben jetzt hier 15 Uhr und heute bei euch ist es schon... Ja, 11? 11. Ja, die gehen jetzt alle ins Bett, habe ich gerade schon Nachrichten gekriegt. Leute, Kevin und ich können nebeneinander sitzen. Der Platz neben ihm war frei und wir haben nett gefragt, ob ich mich dazu setzen darf. Ohne Probleme funktioniert. Und jetzt gibt's. Ja, und es gibt so einen kleinen Snack. Non-alcoholic Drinks sind gratis mit dabei auf diesem Kurzstreckenflug, kann man ja sagen. Ne? 3 Stunden und 30 Minuten. Ja. Und wir reisen in der Zeit heute umher. So. Ja. Prost. Grüß dich. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich bin Headdrone auf Wasser, ne? Wie viele Stunden sind wir jetzt wach? Es ist jetzt 23:06 Uhr amerikanischer Ortszeit, also holländischer Ortszeit. Ja, in Deutschland Deutschland ist 6 Stunden im Voraus, also ist da jetzt 5 Uhr morgens und wir sind seit 7 Uhr wach, also 22 Stunden wach. Haben uns vom Flughafen mit Uber direkt hier zu unserem Apartment bringen lassen. Da kriegt ihr morgen dann noch Eindrücke, wenn wir dann wach sind und ein bisschen fitter. Mit Uber haben wir jetzt knapp 35 Euro bezahlt. Es waren, knapp 30 Minuten Fahrt. Und jetzt sind wir fertig. Wir können jetzt schlafen. Das Apartment gefällt uns sehr gut. 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, schöne Küche, Wohnzimmer. Wir haben 4 Fernseher. Das Witzige ist nur, die Klima lässt sich nicht ausschalten. Ja, das gucke ich mir nochmal morgen an. Ja. Das glaube ich nicht. Ich habe, auf Display steht auf und ging aus. Ja, gucken wir mal. Wir sagen jetzt gute Nacht und dann sehen wir uns morgen. Ja. Yo, welcome to my crib. Ich zeige euch heute mal unser Haus hier, so als YouTuber, wie man hier als YouTuber lebt. In Orlando. Also schaut mal hier. Da haben wir Kevin, der schon einen Xbox-Controller in der Hand hat. Ist eine Series S mit einem extra Bildschirm, nur für die Konsole. Richtig cool. Zum Fernsehgucken für Mami und Papi hast du dann noch da was. Eine kleine süße Sitzecke. Klein. Ne? So, kommt mal mit. Ich muss euch mal das Herzstück zeigen. Unsere Küche. Mit Badresen und so. Was mich ein bisschen enttäuscht. Ich kenne es aus amerikanischen Filmen, dass es Gasherde sind. Andere freuen sich und Marcel ist traurig, weil es kein Gasherd gibt. Was gibt's denn hier alles? Ein fetter Kühlschrank, der auch noch super fit aussieht. Eine Mikrowelle von Black & Decker. Ein Kontaktgrill, sowie eine Grilltischplatte, eine Kaffeemaschine, ein Toaster, Weingläser, eine Spüle und Schränke mit Besteck und Zubehör.
Und Spülmaschine sogar, ne? Spülmaschine. Eisfach. Kevin und ich haben schon gedacht, wir holen uns nachher Eis. Ist da ein Eisfach? Ja. Wow. Schon Eis drinne. Ja. Wahrscheinlich nicht so lecker ist. Aber auch das Leitungswasser ist nicht so geil. Ist halt Amerika, ne? Sehr chlorig. Also wir haben ja keine Werbung. Eine Brita-Flasche mit Filter. Danach schmeckt das Wasser wieder schön neutral. So, kommt mal mit. Jetzt kommen wir hier ins erste Master-Bedroom. Das ist Kevins Reich hier. Hat sogar zwei Betten, er kann sich aussuchen, Betten, genau, wo er schläft. Ja, wenn er gesagt hat, die eine Seite ist ihm mal zu langweilig, kann er rüberwechseln. Hat sogar sein Bett gemacht, unser sieht nicht so schön aus. Ja, das stimmt. Auch ein Fernseher. Auch ein Fernseher, genau. Und was richtig cool ist, Kevin hat einen Bath en Suite. Kommt mal mit. Ja, ja. Ne? Also Kevin hat das schönere Bad von uns beiden. Aber es ist auch schön süß, dafür ist unseres größer. Das ist der große Vorteil. Unseres größer hier mit Toilette, was total cringe ist oder total... Aufgepasst, Spoiler, wer auch immer nicht das sehen möchte. Der Abfluss von der Toilette. Guck mal rein, guck mal rein, guck mal rein. Ja, ist anders als bei uns. Das, ne, saugt dir alles weg. Also wenn da was drin ist und du abziehst, dann ist vorbei. Kevin hat eine schöne ovale Dusche. Oh, er war mir meint, eine Dusche. Ja, Dusche ist typisch amerikanisch. Funktioniert 1A. Ja, ne? Und man kommt hier schnell mit den Taschen, Lichtschaltern durcheinander. Hier sind einfach nur, hier ist die Heizung hinter versteckt oder die Klimaanlage. Hier hast du Waschmaschine. Regale und Waschmaschine. Waschmaschine, wir haben hier, ist voll fett hier. Guck mal, ist das bei zwei Waschmaschinen? Haben wir zwei Waschmaschinen? Du brauchst hier keinen Topf, die ist immer warm. So, dann haben wir hier ein Regal. Also Staufläche haben wir echt genug hier in der Hut. Und jetzt kommen wir hier zu unserem Badezimmer, was ein bisschen größer ist. Hier, aber hier der so, Spiegel ist super für uns Frauen. Aber kleiner Föhn. Schon ein bisschen in Jahre gekommen, um es nett zu formulieren. Ja, die Duschen. Das die ist hier Abflüsse ein bisschen sind nicht so geil. So, und dann noch unser Bedroom. Unser Bedroom, okay, let's go. Und man muss sagen, es ist echt groß hier. So, ja, hier kommt jetzt unser nicht gemachtes Bett, Schlafzimmer. Und wir haben hier so einen richtigen, wie aus Horrorfilmen, so einen Wandschrank. Ja. Ich habe schon gesagt, als wir gestern eingezogen sind, hoffentlich finden wir keine alte, gruselige Puppe hier in den Schränken. Wie ihr seht, hier haben wir die anderen Steckdosen. Also bringt euch einen Adapter mit, kriegt ihr günstig, zum Beispiel bei der Firma mit A oder im Elektrohandel. Ne? Ja, das war unsere Crib. Und das liegt in so einem Resort. It's okay Resort. In Kissimmee. Kissimmee. Und wir bezahlen jetzt pro Person knapp 500 Euro für 2 Wochen. Und du hast auch einen Pool hier mit auf dem Gelände. Wir gehen nachher mal auf Entdeckungstour. Ja, unser Resort ist riesig. Wirklich. Und es sieht schick aus. So ein, ich sag mal, so einen kleinen Park mit See, mit Springbrunnen gestern Abend. Palmen! Und Palmen, ja. Genau, und wir zeigen euch das nachher sonst einfach nochmal. Ne? Ja. Heute geht's nach SeaWorld. Und danach haben wir noch ein bisschen Zeit. Da geht's dann zu wohin erstmal? Walmart, mein Markt. So, los geht's jetzt.